Hallihallo, ihr Hübschen. Ich begrüße euch zum neuen Video. Ich dachte mir, ich mache nochmal einen Foodhaul. Wocheneinkauf mit ein paar Extras drin, denn Dominik hat nächste Woche Dienstag Geburtstag. Und er bekommt auch seinen ersten Kindergeburtstag. Da habe ich schon so ein bisschen was eingekauft, seht ihr alles. Und 45 Euro von diesem Einkauf sind auch Extras. Das zeige ich euch am Schluss. Ich habe nämlich einen riesenlangen Kassenzettel und insgesamt 159,55 € ausgegeben. Ja. Ich fange wie immer an mit den Kühlsachen. Ich habe zum einen Salami im Kräutermantel gekauft. Die isst Dominik immer ganz gerne. Wie ihr schon gesehen habt, ich war bei Kaufland. Pommes, diese Wellenpommes. Ich mag die ja nicht so gerne. Aber die Kinder und mein Mann essen die gerne. Und ja, da habe ich die geholt, weil die anderen waren eh ausverkauft. Dann einmal Gouda Jung, eine dünne Packung, 150 Gramm. Hanna isst ja ganz gerne mal so Scheibenkäse. So vom Stück geschnitten isst sie das gar nicht. Und damit der nicht so schnell schlecht wird, weil Domi gar keinen Käse mehr mag, so außer Babybel, kleinere Packung. Einmal Putenbrust mit Currymantel, die mag ich total gerne. Dann einmal Eier. Ich habe noch ein paar Eier zum Backen und so, aber ich dachte, ich nehme mal eine auf Ersatz mit. Dann meine heißgeliebte Rama Cremefin-Sahne. Das ist einmal die zum Kochen und ich habe auch die irgendwo, ich weiß nicht, wahrscheinlich jetzt in einer anderen Tasche, die zum Aufschlagen. Die nehme ich ja eigentlich nur noch. Ich nehme ja eigentlich gar keine frische Sahne mehr. Also Hanna räumt hinter mir schon den Rest aus. Ja. Einmal die, dann wollte ich einen Skier für den Jürgen, die großen, ich glaube 500 Gramm sind da drin. Das war einmal so eine blaue Packung, ich weiß jetzt irgendwas mit Mühle, hieß das Mühlenberger oder so, die Firma. Und die hat unser Kaufland oder allgemein Kaufland scheinbar nicht mehr. Die haben jetzt so eine Eigenmarke, also auch Kaufland, aber halt nur diese kleinen Becherchen, 150 Gramm. Ich glaube in der anderen, in den großen sind 350 Gramm oder so, 500 sind es nicht. Ist ja auch egal. Jetzt musste ich die für Jürgen mitbringen, weil ich jetzt nicht extra noch zum Lidl fahren wollte. Habe ich einfach ein paar geholt. War Pfirsiche, das ist Heidelbeer. Nochmal Pfirsich und dann noch Kirsch. Ja, die, da habe ich halt so ein paar geholt. Und Quark wollte er auch. Da nimmt er immer den Magerquark, die großen. Da habe ich 6 Stück von gekauft. Und für die Kinder, das habe ich gesehen, es ist auch mehr Schickimicki. Aber ich habe gedacht, nee, das nimmst du mal mit. Das ist so ein Pudding mit einem Spielzeug von Paw Patrol, weil die ja beide das so mögen. Ja, Maus, was ist denn? Quetschis und Quetschi. Wir haben Quetschis gekauft und Hanna möchte direkt eins. So, einmal Hanna mit einem Quetschi versorgt. Dann Leberkäse fein, den kaufe ich beim Kaufland immer so mal ganz gerne, so in Scheiben. Das ist immer mal was, wenn es mal schnell gehen muss, so einfach mit ein paar Kartoffeln, ein bisschen irgendwie Gemüse aus der Dose und dann nochmal Skier. Das ist immer ganz praktisch. Quark hatte ich euch gesagt, 6-mal. Dann hatte Jürgen Lust auf ein Steak. Und er mag eigentlich immer diese Rib-Eye-Steaks. Das ist jetzt ein Chuck-Eye-Steak. Die hatten kein Rib-Eye. Er wollte jetzt kein Rinderhüfte oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich mir jetzt das mitgebracht. Ich hoffe, es ist das Richtige. Das gibt es bei uns morgen, glaube ich. Mit für die Kinder Pommes. Und ich heute gerne mal Salat. Ich habe so richtig Lust auf Salat. Ich weiß auch nicht. Und die Kinder und ich essen dann, das ist richtig Hunger, Schweinekotelett. Ja, also das Magere. Und da hatte ich auch mal richtig Lust zu. Ach nee, Quatsch, ja doch, das gibt's, war einmal durcheinander, das Steak und die Kotelett gibt's mit Bratkartoffeln am Wochenende. Stimmt nicht, was ich vorher gesagt habe. Und das Hähnchenbrustfilet gibt's nämlich mit dem Salat und mit dem Pommes. Alle. Bisschen ist noch drin. Ich habe noch ein paar Kühlsachen. Den Salat, was ich gesagt habe. Ich nehme immer ganz gern diesen Tütensalat. Vielleicht einige werden sagen, oh Gott, aber ich nehme den immer ganz gern. Einmal Spinat und einmal Feldsalat. Ich liebe ja diese Sorten. Und dann habe ich in der Kühlung noch runtergesetzt Kokosnussstreifen mal mitgenommen. Fand ich ganz lustig. Ich denke, für die Kinder wird das interessant, ja. Dann zweimal Spaghetti in Tomatensoße. Das ist das gleiche wie bei dem Leberkäse. Das ist mal, wenn es mal schnell gehen muss. Oder wir doch mittags mal was warm essen wollen und halt abends Brot. Und dann ist das einfach mal schnell und lecker und die Kinder lieben es. Ja,
hier jetzt noch die Schlagsahne von Rama Krimpin. Das sind diese haltbaren Päckchen. Die gibt es ja einmal in Flaschen. Die sind aus dem Kühlschrank und die sind halt ungekühlt. Die stehen bei der Milch bei uns immer. Genau, davon hatte ich jetzt insgesamt, also von jedem zwei. Dann die Quetschis habe ich jetzt hier noch vier. Einen hat Hanna gegessen von Hip. Die waren im Angebot für 66 Cent. Die kriegt Hanna jetzt nicht mehr so häufig, aber auch dann mal für zwischendurch oder wenn wir mal irgendwo schnell hinfahren oder so, dann ist das immer ganz praktisch. Dann habe ich Salz. Ich habe da, meine ich, auch zwei Päckchen mitgenommen. Irgendwo muss eins noch sein. Dann Kuchenglasur, also die dunkle, die Kakao, habe ich zweimal. Die nehme ich immer, wenn wir ein Törtchen machen. Auch da immer so spontane Entscheidung. Wochenende, ach, wollen wir mal irgendwie was backen. Ein paar Törtchen gehen immer. Dann hatten sie Maggi-Fix-Päckchen im Angebot. Und ich koche ja nicht mehr so viel mit Maggi-Fix, aber manches ist auch da wieder so mit der Schnelligkeit. Einmal die Napoli-Soße für Spaghetti. Für Lasagne, da mache ich immer so ein bisschen rein. Und also einfach nur so für einen extra Geschmack. Also ich mache da jetzt nicht diese kompletten Päckchen rein, wie dann immer dazugehören. Jetzt, also da sind jetzt 200 Gramm Hackfleisch. Und wir machen meistens 500 Gramm und dann mache ich ein Päckchen davon und den Rest mache ich halt selber mit Gemüsebrühe und hast du nicht gesehen. Dann Chuvich-Reis. Auch Reis würze ich normalerweise selber, aber heute Mittag muss es auch schnell gehen, weil wir haben jetzt schon 10:30 und ich habe auch noch nichts gefrühstückt. Ja, und in einer Stunde müssen wir los, Dummi abzuholen quasi. Und dann ist das was Schnelles. Geht halt schneller als so halt. Ja, davon habe ich halt ein paar mitgebracht. Und Spaghetti Bolognese, da gilt das gleiche wie bei der Lasagne. Manchmal mache ich aber auch nur das Päckchen, wenn es auch da schnell gehen muss. Es ist halt was für die schnelle Küche. Einfach mal auf Vorrat. Dann hatte ich Lust auf Marmelade. Und da habe ich ganz gern die von Centis. Da habe ich jetzt die Erdbeer. Ich esse aber auch gerne die Brombeer oder Waldfrucht oder so. Aber ich wollte jetzt Erdbeer. Hanna hat schon fast aufgemummelt, weil sie hatte ja auch nichts zum Frühstück, außer so ein Obstriegelchen. Ein Brezel. Futtert sie gerade hinter mir noch die Reste. Ja, heute Abend gibt es bei uns halt kalte Küche. Und da habe ich Brötchen geholt, verschiedene. Dinkelbrötchen, Meerkornbrötchen, dann haben wir jetzt hier irgendwie so ein Sonnenblumenkern, bla, so Rosenbrötchen, die isst der Jürgen immer ganz gern und dann noch die dunklen Rosenbrötchen in Roggen, ja, und zwei Helle. Genau, Reste werden morgen gegessen. Eine Kiste Milch, sprich 12 Mal Milch, gehört bei uns zu jedem Wocheneinkauf dazu, also wir verbrauchen mindestens eine Packung am Tag. Ja, dann habe ich Margarine mitgenommen, nämlich hauptsächlich zum Backen oder auch mal zum Braten. Ja, Erbsen und Möhren gibt es bei uns am Wochenende, am Sonntag gibt es Fisch. Da habe ich noch ein bisschen, ich wollte jetzt nicht schon welchen holen, habe ich halt Seelachs, den paniere ich und dann gibt es Erbsen und Möhren dazu und Kartoffeln. Dann ist mein Mehlvorrat ausgegangen, da habe ich 4 Päckchen mitgenommen. Auch der Vorrat ist, neigt sich dem Ende, deswegen neues Nutella. Grüne Bohnen. Ich liebe ja diese feinen Bohnen, die gibt es ja nicht immer. Und ich liebe die total, da habe ich mir mal nochmal für einfach so irgendwann mal zu Kartoffeln und Fleisch und keine Ahnung. Ja, jetzt Obst und Gemüse ging auch bei uns ziemlich zur Neige. Einmal kleine Tomätchen. Und Gurke bin ich ganz happy, dass sie mal wieder günstiger war. 49 Cent ist jetzt okay für 49 Cent. Ja, dann Trauben. Hanna liebt total Trauben. Die ist sie bei meiner Schwiegermutter immer, aber die immer neben die Spüle auf die Arbeitsplatte, weil die da immer stehen und dann bedient sie sich immer. Also Trauben ist im Moment bei Hanna ganz groß im Kurs. Heidelbeeren hatten sie auch günstig für 88 Cent. Bananen, die nicht ganz, ganz grün sind, weil Jürgen hat jetzt schon immer mal geguckt, die haben schon einen gelben Anteil. Dann hatten sie auch im Angebot 500 Gramm Kiwis für 1,19, glaube ich. Fand ich auch voll okay. Dominik mag ja gerne Kiwis. Und ja,
einmal oder beziehungsweise zweimal bin. Und dann habe ich hier, das sind verschiedene Sorten, Braeburn, Elster, Gala, ich glaube, das war's. Ja, weil ich nehme ja sonst ganz gern diese 2,5 Kilo Säcke, aber da waren so viele faul und dann waren die alle schon so klebrig, die Tüten, und dann habe ich mir diesmal lose mitgenommen. Und ein Päckchen Möhren ist im Moment so mein Abendsnack. Ihr habt euch ja wahrscheinlich schon gewundert, sie hat ganz groß angekündigt, sie will abnehmen, und da kam nichts mehr, kam nichts mehr, kam nichts mehr. Ja, ich war so ein bisschen psychisch, so ein bisschen, ja, in so einer Art depressiven Phase, sage ich jetzt mal. Und jetzt im neuen Jahr möchte ich neu durchstarten. Ich bin jetzt schon 2 Tage Süßigkeiten frei. Werden jetzt einige sagen, oh, 2 Tage, ja, aber ich bin schon in letzter Zeit echt extrem mit Süßigkeiten gewesen. Und abends brauche ich halt im Moment so ein bisschen was, und dann muss so eine Möhre dran glauben. Aber ja, egal. Creme Brûlée fürs Wochenende. Also einen Tag in der Woche brauche ich schon so meine Süßigkeiten. Deswegen gibt es dann am Wochenende immer so einen Tag auf jeden Fall, wo ich dann Süßigkeiten, Süßes, sowas essen darf. Ansonsten versuche ich jetzt erstmal so vom normalen Essen nicht so viel zu verändern. Also ja, also jetzt nicht irgendwie auf Low Carb oder so. Ja, erstmal auf jeden Fall die Süßigkeiten zum Großteil weglassen. Also in der Woche, wie gesagt, einmal in der Woche gönne ich mir auf jeden Fall was. Ja, dann Würstchen und Salatdressing. Ich nehme immer ganz gerne dieses French Dressing. Ich hatte eine Weile, da habe ich eigentlich nur dieses Joghurtdressing gegessen. Also es ist immer so ein bisschen phasenweise. So, und jetzt kommen noch die Sachen, die für Dominiks Geburtstag sind. Ich habe noch was vergessen. Toilettenpapier habe ich noch gekauft. In Winter Edition. Oh nee, und das riecht auch, oder was? Oh nein, ich wollte auch keins mit Duft. Naja, zu spät. Ja, Rätsel sind eigentlich auch nicht für den Geburtstag. Hat sich Hannah eigentlich ausgesucht. Ja, und dann habe ich für den Geburtstag geholt Mini-Schokoküsse und Kinderschokolade, dann Luftschlangen, so glitzernde, fand ich ganz schön. Wir haben ansonsten so ein Partyset für Feuerwehrmann Sam und eine Kerze für den Kuchen für den Kindergeburtstag, der am 17. dann erst stattfinden wird. Und dann für die Kinder, halt, die kriegen auch so eine Schnucktüte halt mit. Beim Topschlagen erspielt und so. Mao an. Dann die Minis von Masterfoods. Hitchler Softkaubonbons. Smarties sind auch nicht für so, sondern eigentlich für die Cupcakes. Mal gucken. Ansonsten kommen die so in eine Schüssel. Und hier so eine Mischung von Trollis. Ich wollte eigentlich Haribo so Tütchen haben. Hatten die aber beim Kaufland irgendwie nicht. Also habe ich jetzt die Trollis genommen. Die werden auch gegessen. Ist egal. Ja, das war das. Ich wollte euch jetzt ja noch zeigen. Ich habe für Dominik ein Karnevalskostüm gekauft. Dominik möchte als Polizist gehen. Er hat schon ein paar Handschellen und er hat eine Pistole. Jürgen hat ihm sogar so hier so Streifen für die Pistole geholt. So Munition. Und das habe ich zufällig gerade entdeckt. Ich wusste nicht, dass sie das hatten. So ein Polizeikostüm. Ich habe jetzt 110, 116 genommen, weil ich kaufe ihm ja so sonst auch schon 110. Ich weiß nicht, ob es passt. Es kommt mir doch ein bisschen sehr groß vor, aber er wird ja auch noch was drunter ziehen, weil das ist wirklich sehr dünn. Also, und das ist halt auch nicht so ein besonders toller Stoff. Aber ich dachte jetzt, na gut, für 20 Euro. Und ich fand das jetzt so vom Design nicht schlecht. Und für einmal anziehen, ne? Und ja, dann habe ich ihm das geholt. Und ich habe mir noch eine iTunes-Card gekauft für 25 Euro. Kauft man ja auch nicht ständig. Aus dem Grund für den App Store, weil ich mir halt von Jazio die Pro-App da besorgen will. Die kostet nämlich im Moment nur fürs Jahr 22 Euro Batsch. Und ja, da habe ich schon einige gehört, dass die sie nutzen, und ich habe die jetzt halt so schon benutzt, also diese normale App, die man kostenlos halt nutzen kann, und ich möchte halt gerne auf das Pro umstellen, und deswegen brauchte ich die. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns bald wieder, und wünsche euch noch einen schönen Tag.